Diskussion in der laufenden Debatte. Nächster Redner ist der Justizsprecher der Freiheitlichen, Harald Stephan. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf der Regierungsbank, hier im Saal und an den Bildschirmen. Eine kurze Bemerkung zum Herrn Kollegen Amon. Sie haben ja festgestellt, dass die Europäische Union Quotenregelungen schaffen soll, die nicht eingehalten werden. Das ist ja überhaupt kein Lösungsansatz. Denn wenn ich nicht von vornherein da mal darüber diskutiere, wie viele Menschen können hier kommen unter den Voraussetzungen, die jetzt bereits vorliegen, dann helfen auch Quoten nichts, wenn es ins Unendliche geht. Und wenn wir von zig Millionen sprechen, die hier kommen können unter diesen Voraussetzungen, die hier diskutiert werden, dann helfen Quoten überhaupt nichts. Und wenn Sie von Dublin II sprechen und davon, dass man es nicht auflösen soll oder aufheben soll, was passiert denn faktisch? Die Dublin-II-Verordnung wird schlicht und einfach nicht angewandt. Und was gestern passiert ist, dass man hier nicht einmal mehr prüft, wer hier weitergeleitet wird. Was ist das? Eine Aufgabe unseres Rechtsstaates und der Vereinbarungen, die wir getroffen haben. Das muss man so anerkennen. Das ist so, das können Sie nicht schönreden, Herr Kollege. Ich nehme an, dass Sie das auch genauso sehen wie ich. Überhaupt, wenn Sie sagen, dass Dublin II anzuwenden ist, dann ist das einfach unmöglich, was hier passiert und was gestern passiert ist. Und das muss man einfach so sehen. Und das muss man dann auch ehrlich sagen. Und da geht es nicht darum, dass wir das Asylrecht an sich in Frage stellen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ganz im Gegenteil. Es geht uns darum, dass die, denen zu helfen ist, wirklich geholfen wird. Und daher wird ja auch differenziert, aus gutem Grund. Und Sie wissen ganz genau, dass das auch in der Bevölkerung so gesehen wird. Es wird eben differenziert. Und wenn hier festgestellt wird, dass 80% derjenigen, die hierher kommen, junge Männer sind, stellt man sich die Frage, wieso ist das so? Wieso lassen die angeblich Frauen und Kinder zurück? Ich als Familienvater könnte mir es nicht vorstellen, dass ich meine Frauen, meine Kinder zurücklasse unter den Bedingungen, die auch uns geschildert werden. Wenn davon gesprochen wird, wie die Frau Kollegin Glawischny gesagt hat, neunjährige Mädchen werden versklavt und so weiter. Ich lasse doch dann das neunjährige Mädchen nicht zurück. Es ist für mich unvorstellbar, was hier passiert. Und daher ist es eben wichtig, dass man differenziert und dass man sagt, wer unter welchen Voraussetzungen kommen Menschen hierher? Kommen sie hierher, um ihr Leben zu verbessern? Das ist völlig menschlich, völlig verständlich. Und die Verzweiflung der Menschen verstehe ich auch. Und die wollen es sich verbessern. Deswegen rufen sie ja Alemannia, wenn sie in die Züge steigen. Sie wollen sich verbessern. Aber das ist nun einmal kein Asylgrund. Und wenn wir Menschen helfen wollen, müssen wir diese Differenzierung eben treffen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und jetzt zur Vorgangsweise. Ich möchte jetzt noch zu dem Gesetz ganz konkret etwas sagen. Niemand will sterben. Ich will auch nicht sterben. Also das ist, niemand will sterben. Ich gebe Ihnen völlig recht. Ich will jedem helfen, der wirklich vom Leben bedroht ist. Und deswegen haben wir auch Asylverfahren. Aber wenn 80%, 70% der Asylsuchenden hier... Aber Sie wissen ganz genau, dass 70% dieser Anträge einmal nicht komischerweise unsere unabhängigen Gerichte. Wollen Sie denen vorwerfen, dass die Menschen in den Tod treiben wollen? Wollen Sie sagen, dass die unsere unabhängigen Gerichte 70% der Asylsuchenden in den Tod treiben wollen? Das behaupten Sie ja damit. Und auch Syrer sind 27% der Asylwerber in Österreich, sind Syrer und nicht mehr. Also das ist ganz, deswegen haben wir Verfahren hier in Österreich und wenn Sie das in Frage stellen, gut, dann tun Sie das. Dann sagen Sie, Asylverfahren sind unmenschlich, aber das müssen Sie aber auch wirklich einmal laut sagen. Und jetzt zu dem Gesetz an sich, zur Vorgangsweise. Herr Kollege Broos hat hier den Klubobmann Strache berichtigt. Zur Vorgangsweise muss man eines sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man so ein Gesetz einbringt. Das eine ist eine Regierungsvorlage. Bei einer Regierungsvorlage, und das ist hier nicht der Fall, bei einer Regierungsvorlage würden Stellungnahmen eingeholt werden von den Ländern und von den Gemeinden. Das wollte man nicht. Das ist hier nicht durchgeführt worden, sondern es gibt einen Initiativantrag von Parlamentsparteien, ÖVP, SPÖ und Grüne. Und es gibt jetzt dann, ja, es gibt einen Ausschuss darüber, das muss ja ganz formell sein, aber es gibt keine Ausschussbegutachtung. Das bedeutet, ganz bewusst wird hier nicht eine Frist gesetzt, in der sich
Bund, Länder, Gemeinden und andere Institutionen dazu äußern können. Ganz bewusst wird keine Ausschussbegutachtung gemacht. Bei einem Bundesverfassungsgesetz, wo in die Kompetenzverteilung eingegriffen wird, wo der Föderalismus ausgehöhlt wird, gibt es keine Ausschussbegutachtung. Und das haben wir kritisiert, dass hier in einer ganz unverantwortlichen Form vorgegangen wird. Und ja, die Bundesregierung ist offenbar in Panik. Und Panik wird jetzt hier in den Verfassungsrang gehoben. Das ist nun einmal Tatsache. Panik in der Verfassung. Und gehen wir noch auf die einzelnen Bestimmungen ein. Es wird immer davon gesprochen, dass Gemeinden 1,5% ihrer Wohnbevölkerung als zu betreuende Personen aufnehmen sollen. Das ist ein Richtwert. Das steht jetzt im Gesetz drinnen, ganz definitiv. Die Zahl soll jedenfalls 1,5% betragen. Soll. Also wenn man soll im Gesetz liest, weiß man schon, es ist keine zwingende Bestimmung. Der nächste Satz bedeutet bereits, sagt bereits, die Bundesregierung hat das Vorliegen des Bedarfs durch Verordnung festzustellen. Das heißt, wir sehen das hier nicht mehr im Parlament. Kein Gesetzgeber sieht es mehr. Es wird eine Verordnung erlassen, dass diese Prozentzahlen angehoben werden. Und wenn wir heuer 1,5% hier beschließen, dann trifft das bereits die etwa, das kann etwa 100.000 Personen betreffen. Das ist ziemlich genau das, was in diesem einen Jahr allein notwendig wird. Das heißt, im nächsten Jahr wird das einfach auf 3% und dann auf was auch immer angehoben. Das muss man den Menschen sagen. Das ist erst der Beginn und es steht ausdrücklich im Gesetz drinnen, das ist so vorgesehen, ausdrücklich vorgesehen, dass diese Zahl massiv angehoben wird und das bedeutet dann die Belastung der Gemeinden und nicht das, was uns heute hier vorgegaukelt wird. Es ist der nächste Punkt. Es kann auf Einrichtungen, auf bundeseigene Liegenschaften zugegriffen werden. Das hat heute auch der Klubobmann Schieder in der Wiener Zeitung geschrieben. Es kann also nur auf Liegenschaften im Eigentum des Bundes hinzugegriffen werden. Es ist falsch. Steht im Gesetz anders, denn es steht drinnen, und zwar solche, die dem Bund, steht genauso in der Wiener Zeitung heute. Ich habe es mir extra angeschaut, weil es mich sehr gewundert hat, dass Sie so ungenau formulieren, aber vielleicht können Sie es noch korrigieren im Nachhinein. Es steht nämlich ausdrücklich im Gesetz, die im Eigentum des Bundes oder diesem zur Verfügung stehen. Zur Verfügung stehen, das heißt, ich kann alles anmieten, dann steht es mir zur Verfügung und dann kann ich dort sehr wohl in der Gemeinde machen, was ich will. Und darauf komme ich jetzt als nächsten Punkt. Das heißt also, bitte auch da hier nicht immer diese Behauptung, ja, es geht ja nur um Liegenschaften, die schon im Bundeseigentum sind. Nein, der Bund kann jederzeit Liegenschaften anmieten, dann stehen sie ihm zur Verfügung und dann kann er alles machen. Der nächste Punkt ist die Höchstzahl. Pro Grundstück können 450 Personen aufgenommen werden. Was das für eine Bestimmung ist, habe ich überhaupt nicht durchschaut. Es wird überhaupt nicht darauf angegangen, wie groß ein Grundstück ist. Es gibt Grundstücke, die sind 3 Quadratmeter groß und welche, die sind 30.000 Quadratmeter groß. Aber pro Grundstück können wir 450 Personen aufnehmen. Also nicht pro Quadratmeter Fläche oder sonst etwas. Es gibt ja manchmal Bestimmungen, dass pro Nutzfläche, Wohnnutzfläche bestimmte Personenanzahl aufgenommen werden kann. Hier in diesem Gesetz, Bundesverfassungsgesetz, großartig hier eingebracht. Das ist also jetzt so, da merkt man, dass hier Panik am Werk ist, wenn solche Gesetze gemacht werden, wo sowas formuliert wird. Also pro Grundstück 450 Personen. Oder weiß jemand nicht, was ein Grundstück ist? Ich weiß es nicht. Aber eine Liegenschaft besteht oft aus mehreren Grundstücken. Auch das muss man berücksichtigen. Da habe ich also, wenn ich 2 Grundstücke in einer Liegenschaft sind, kann ich 900 Personen aufnehmen. Also es ist wirklich, tut mir leid, es ist so schlecht formuliert, das ist wirklich nicht fassbar. Und das Letzte ist dann, wie kann der Bund durchgreifen? Da steht ausdrücklich drinnen, dass keinerlei Genehmigungen, Verfahren oder sonst etwas erforderlich sind. Der Bund kann das durchführen. Nein, steht genauso drinnen. Nein, das Verfahren bei der BH findet nachher statt. Zuerst einmal kann der Bund hier erlassen, dass hier Personen aufgenommen werden. Danach kann die Bezirkshauptmannschaft dazu Stellung nehmen. Allerdings nur in 2 bestimmten Fällen, nämlich Brandschutzhygiene, Nutzungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Nicht aber Raumordnung, Bauordnung oder sonst etwas. All die Dinge, aber dann dazu kann sie Stellung nehmen, die BH. Im Vorfeld gibt es keinerlei Genehmigungsverfahren. Es wird hier völlig alles ausgehebelt. Es wird hier natürlich auch der Föderalismus, das bundesstaatliche Verfahren, auch das rechtsstaatliche Verfahren in den einzelnen Gemeinden wird völlig ausgehebelt. Der Bund kann hier einfach durchgreifen. Und das ist dermaßen haarsträubend, dass hier so vorgegangen wird, dass
dass hier die Verfassung so vergewaltigt wird und dass man schlicht und einfach Grundsätze eben auch wie den Föderalismus, wenn man das hier so über den Haufen wirft. Ich frage mich wirklich, was die Gemeinden, was die Bürgermeister, auch die in den Regierungsparteien sitzen, was die dazu sagen, dass sie hier völlig entrechtet werden, dass ihnen das völlig aus der Hand genommen wird. Und wir reden mit den Menschen, ich bin mir sicher, sie tun es auch, ich verstehe noch nicht, wie sie das so wegblenden können. Und wir wissen, was hier sich abspielt und welche Ängste bestehen. Und sie wissen auch ganz genau, was es bereits für Vorfälle gegeben hat. Und dass die Österreicher ein Recht darauf haben, hier auch geschützt zu werden und ordnungsgemäß behandelt zu werden und nicht die Verfassung dermaßen mit Füßen getreten wird. Und daher kann ich nur appellieren, werfen Sie die Rechtsordnung nicht über Bord, nur weil Sie die Situation nicht im Griff haben, weil das macht die Situation nicht besser, sondern die Rechtsordnung schlechter. Nehmen Sie den Gesetzgeber, nämlich auch sich selbst, ernst, weil Panik ist ein schlechter Ratgeber, insbesondere bei Bundesverfassungsgesetzen. Pro Grundstück könnten bis zu 450 Personen aufgenommen werden. Das würde das Gesetz vorsehen, das aus Sicht des freiheitlichen Justizsprechers Hals Stephan schlecht formuliert sei. Zudem würde das rechtsstaatliche Verfahren ausgehebelt. Dies sei, so Stephan, wörtlich eine Vergewaltigung der Verfassung.